Hey, was geht? Hier ist Crunchy und willkommen zu einer neuen Folge von The Plague Tale Requiem. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ich würde sagen, wir öffnen mal die Tür. Nein, ich wusste es. Wie barbarisch. Geschlachtet. Wie Tiere. Warum? Sie glauben, das Blut wird den Sohn dazu bringen, sie zu mögen. Er würde sie dafür umbringen. Seht mal an der Tür, das Ordenssymbol. Gehen wir in die Kapelle und verschwinden dann. Boah, die armen Leute, ey. Alles für das, was gar nicht existiert, ey. Also hier können wir hochgehen. Haben wir vielleicht etwas? Geben wir eine Tür, okay. Vielleicht brauchen wir das später oder so. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Kapelle rein. Okay, da drüben haben wir auch etwas. Ich weiß nicht, ob wir halt hier später noch zurückkommen oder nicht. Deswegen schaue ich mal, was es da vorne gibt. Kann der leider auch nicht schneller laufen. Ja, ist bestimmt das gleiche. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal runter. Geben wir einfach gar nichts. Okay, ich bin zu neugierig, Alter. Ich will das wissen. Okay, was haben wir hier? Wir haben genau das gleiche wie drüben. Perfekt. Okay, wir gehen mal runter. Ey, das sieht aus wie so ein Bosskampf, ey. Okay, rein. Endlich. Aber wo ist der Anführer? Oh, das ist der Sohn. Es gibt so viele davon. Die sind ziemlich neu. Wer war das? Milo? Dieses Gemälde. Das sind der Träger und seine Beschützerin. Sie kommt nur auf diesem hier vor. Ja, und? Wurde diese Kapelle ihr gewidmet? Der Beschützerin. Elia war bloß eine Lückenfüllerin. Das war ihre Funktion innerhalb des Ordens. Sie wollten sie bestrafen. Finde Alicia Spuren. Elia Spuren. Okay, wir können tiefer reingehen. Okay, der wurde angebetet früher. Okay, was haben wir hier? Jo, 5 Stück haben wir bekommen. Sehr gut. Sehen wir unten nach. Wo zum Teufel ist Milo? Weiß ich nicht. Elia ist wichtiger. Eine Gruft? Da ist nichts. Bist du sicher? Doch, da ist bestimmt etwas. Da liegt doch bestimmt etwas. Handschellen. Beschütze einen, beschütze alle. Das ist von der Beschützerin. Der Orden hat sie hier eingesperrt. Eine schöne Dynastie von Schwachköpfen ist das.
Bitte pass auf. Vielleicht ist da eine Spinne drin. Da ist dieses Ding. Schon wieder. Sie ist wütend. Sorgt sich um den Träger. Er ist so jung. Sie will ihn zurück und sie weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Also ich sehe nur Steine. Das Heiligtum. Der Palast. Die Festung. Die Karte. Dorthin brachten sie ihn. Warte, so leicht ist das? Hier so einfach unter der Karte? So einfach. Ihr Vermächtnis ist das. Für die nächste Beschützerin. Sicher. Das ergibt Sinn. Wie auch immer. Ein weiterer Tag in deinem Leben. Gehen wir zurück zur Karte. Ich frage mich nur, wie sie das alles so aus den drei Symbolen da erkennt. Die interpretiert das alles, aber puh, ob das stimmt? Wir wissen immer noch nicht, wo Milo ist. Naja, sein Werk schien ohnehin vollendet zu sein. Ja, ich glaube, der wartet oben auf uns. Und will mit uns kämpfen. Aber wir wollen das gar nicht. Oh nein. Was zur Hölle macht sie da drin? Dieser Ort ist heilig! Nein! Du? Du hast meinen Ruf erwidert. Hat dir mein Opfer gefallen? Ich kann dir helfen, ja. Ich habe Männer, Sklaven. Du hast sie aber getötet. Für dich? Die Gräfin, sie bezeichnet sich als Mutter, aber du brauchst keine Mutter. Du brauchst Diener. Sag mir nicht, was ich brauche! Du bist die vom Gemälde. Nein! Sie. Sag nichts. Sie haben Milo getötet! Natal, Sie kommen! Versteckt euch! Pass auf Hugo auf! Sie haben Milo abgeschlachtet! Noch in jeden einzelnen Mann! Tötet das Mädchen! Oh nein! Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht! Alles ruiniert! Du hältst uns jetzt nicht auf! Ihr macht einen Fehler! Wie trifft er mich? Bleib ruhig, beherrsch dich. Zeig den Kopf. Sonst seid ihr tot! Tötet das Mädchen! Fast geschafft! Jetzt nicht nachlassen! Lass uns gehen! Wir können es beenden! Sie hören dir nicht zu!
Sie sind zu dumm! Hört auf, verdammt! Was habt ihr getan? Das Ritual ist nicht vollendet! Ihr werdet alle sterben! Beruhige dich, Hugo! Sophia, bitte! Bleib unten, Hugo! Lass mich ihr helfen! Oh nein, wir müssen abhauen. Nein. Ich muss es schnell beenden. Es sind so viele, lass mich helfen. Nein, schließ deine Augen und halt dir die Ohren zu, ja? Ich kann sie alle töten. Die Ratten, Freunde. Oh, wie sehr. Die Zeit drin. Okay, auf ein neues, auf ein neues. Ich muss es schnell beenden. Es sind so viele, lass mich helfen. Nein, schließ deine Augen und halt dir die Ohren zu, ja? Ich kann sie alle töten. Die Ratten, beide. Es ist zu gefährlich, Amicia. Lass mich kämpfen. Hugo, ich warne dich. Hör auf damit. Du sagst mir gar nichts. Sie ist meine Schwester. Hugo, hör auf, Sophia. Sind nichts wie weg hier. Hey, dieser blöde Ort sollte mir helfen, aber ich bin noch krank. Es ist sogar noch schlimmer. Hugo, sieh mich an. Hugo, sieh mich an. Sophia,
Wieso die Tränen? Weil du sicher gehen wirst. Meinetwegen. Ganz ruhig. Jetzt hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts. Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrergeschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören. Klar? Und du bist keine verfluchte Armee. Er sieht zu dir auf, ja? Und wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Sie hat recht. Sie hat vollkommen recht. Also, wirst du bleiben? Sag es nicht so laut. Dankeschön. Ihr könntet mich eigentlich ablösen. Machen Sie aber nicht. Kapitel 11, die Wiege der Jahrhunderte. Amicia, die vielen Menschen. Es ist meine Schuld. Ist es nicht. Wir alle wissen, was passiert ist. Nur keine Sorge. Gehen wir zur Karte. Deswegen bist du hier. Das ist alles bald vorbei, Hugo. Die Ratten wollen das nicht. Sie sind glücklich so. Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren. Sie werden sich wehren. Das sind dumme Tiere, Hugo. Wir sind drei starke und schlaue Menschen. Ich weiß nicht. Sag mir, zu welchem Feuer du gehen möchtest. Ich ebne dir den Weg. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Okay, okay. Oh mein Gott, es wird ja richtig lustig. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Bleibt bloß alle im Licht. Okay, wir gehen mal weiter. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Okay, die Reise endet hier, also wir können nicht weiter. Spiel ist beendet. Hey, lass gut sein. Na gut. Ja, wir brauchen Feuer. Wieso treffe ich nie? Warte mal. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Nee, warte mal, wir haben hier wir haben hier vier Stöcke. Nein, 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 nein. Keine Ratten, keine Ratten. Da gehen wir jetzt mal so rüber. Ich hoffe, das reicht. Nein, nichts fallen lassen. Okay, hier haben wir eine Truhe. Alkohol. Ja, mit dem Alkohol stellen wir mal das Feuer her. Okay, sehr gut. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Mein Prinz!
Charisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Okay, das klappt sogar. Beim schnellen Wechsel klappt das sogar. Lass es. Geht klar. Okay, da bin ich aus Versehen woanders hingekommen. Alter, was geht ab? Ja, stellen wir auch ein bisschen her. Okay, wir machen mal Feuer. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleib in meiner Nähe. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Wir werden euch helfen. Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei. Weg hier. Kommt. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Natürlich. Oh, ich bin mir gar nicht so sicher, ey. Ich will den Loot gar nicht. Doch, eigentlich schon. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Will ich sie weg? Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Können wir den nicht bewegen? Ja, hier haben wir ja sowas. Okay, ich meine, ich könnte jetzt da irgendwas einen Bolzen mit einem Pfeil machen. Aber ob das dann hilft oder reicht, ich weiß es nicht. Wir müssen nur rüberkommen. Halt! Geht nicht so weit weg. Es wird zu dunkel für mein Prisma. Ne, den Fall nehmen wir jetzt sicherlich nicht weg. Aber wir können hier die Armbrust nehmen. Komm schon. Rücken wir nah dran. Wieso laufen wir auch hinterher? Okay, da können wir wieder Feuer machen. Ja, genau. Okay, sehr gut. Da können wir wieder Feuer machen. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Kommt nicht zu nah. Wir werden euch helfen. Nein, lasst sie, bitte. Meine Güte. Warum? Ich hasse euch. Euch alle. Es ist vorbei. Weg hier! Kommt! Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo! Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Wir brauchen Feuer.
Boah, das war gar nicht gut mit dem Bolzen. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt in meiner Nähe! Mein Prisma bekommt hier nicht... Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bei mir! Hey, lass gut sein! Na gut. Okay, gut, gut, gut. Okay, weiter. Und los! Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sophia, warne uns den Weg! Bleibt in meinen... Vorsicht! Es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Oh, das war knapp. Ja, aber die Frage ist... Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Bleibt bloß alle im Licht! Oh Gott, das reicht sogar nice. Erstmal alles herstellen. Okay, das Ding können wir jetzt nicht verschieben, aber wohin müssen wir lang? Nehmen wir noch einen Bolzen. Ne, warte mal, der hält glaube ich nicht lange, oder? Oder doch? Du kannst aufhören, gebombt. Aber die Frage ist, wie kommen wir darüber? Hey, wie sollen wir da rüberkommen? Ja, moin, das Ding können wir einfach benutzen. Aber warte mal, wir nehmen, glaube ich, den Bolzen mit. Bei denen brauchen wir. Okay, weiter, weiter, weiter. Bald geschafft. Die Karte. Der Träger. Er ist der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, was dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Sie hat recht, Hugo. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. Okay, da haben wir Feuer. Okay, da können wir rüber, rüber, rüber. Na los. Pass
hast mit Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Alicia! Sophia, wo warst du? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das reicht, hör auf! Natürlich. Erstmal looten. Das können wir mitten. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleib bloß alle im Licht. Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt in meiner Nähe! Ja, gut, gut, gut. Halt, bleibt bei mir! Da oben, da ist es! Lass es! Na gut. Da oben. Hoch. Ab nach oben! Verstanden. Wir sind da! Endlich! Unfassbar, es war genau vor unserer Nase. Und Basilius, wo bist du? Okay, wir sind hier angekommen. Aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Euer Crunchy.